Ja, gut, ihr lieben Meckerlein. So, ihr seht, ich komme gerade aus dem Lager. Ich habe nochmal eine Runde Petroleum geholt. Und was bedeutet, wenn ich Petroleum geholt habe? Richtig, ich habe hier schon WD-40, Mehrzweckfett und ein paar Lappen liegen. Das bedeutet, wir fetten heute einfach mal ein wenig die Linearschienen vom Voron Zero. Ich muss mal die Linearschienen da ein bisschen vor. Legen wir die mal dahin. Und breiten mal hier unser Tüchlein aus. So, das gleiche Spiel wie beim letzten Mal, würde ich sagen. Nicht ganz. Erstmal gucken, dass wir die Verpackung aufkriegen. Wie viel haben wir denn da? 5 Stück brauchen wir pro Voron, da sind 4 Stück drin. Machen wir doch erstmal die kleine Packung, damit wir uns nicht übernehmen. Wird auch später nochmal ein Video geben, wenn ich das Ganze entsprechend die restlichen mache und die dann in den zweiten Zero einbaue. Aber erstmal ein Stück nach dem anderen. Genau, hat das schon gereicht. Zum Teil. Falls ihr euch wundert, warum ich immer noch das gleiche Shirt anhabe wie gestern, dann liegt es daran, dass es immer noch gestern ist für mich physisch. Ich hoffe, es geht euch gut. Übrigens noch ein kleiner Nachtrag zu dem Heizbett hier entsprechend. Ich habe den Gewindeschneider natürlich nicht benutzt, um die Schraube reinzudrehen, sondern ich war ganz fies und habe den Tipp von Nero 3DP benutzt und habe einfach die Schraube so reingedreht, weil er gesagt hat, Alu ist so weich, da kannst du die Schraube so reindrehen. Und tada, es hat funktioniert. Ja? Ich habe jetzt zwei Bohrungen unten im Druckbett drin, eine hier, eine da, so ungefähr, grob. Und habe, wie heißt es, an der einen die Sicherung, an der anderen die Erdung dran. Also die Erdung muss nochmal, da muss ich nochmal ein Kabel, ich habe hier noch so ein Stromkabel, wo da noch ein Erdungskabel drin ist, so ein grün-gelb-weißes, das werde ich da rausreißen und werde damit quasi dann ans Netzteil gehen, das ist das, was er empfiehlt. Und dann gucken wir doch mal, wie das denn funktioniert, genau. Richtig, Erdung sollte man auf jeden Fall machen, weil ist halt Metall und kann halt leiten und wenn da jetzt irgendwo eine offene Stelle am Heizbett ist oder so in Richtung und man dran fasst, kriegt man Locken und das möchte ich nicht. Sonst heißt demnächst Fronose 3D Printing. Falls ihr den Kanal kennt, Fronose Photos, guckt ihn euch mal an. Der Jared ist richtig cool. Und ich merke gerade, ich habe eine Schüssel vergessen. Tja, und da ist er auch schon. Ich habe mal kurz getrickst und habe mal kurz einen Cut gemacht. Habt ihr bestimmt gesehen, weil ich so hin und her gesprungen bin im Bild, aber sorry dafür. Genau. Ich denke mal, das sollte reichen. Die kann man auch eine Weile stehen lassen. Da kann man auch was eine Abdeckung drüber machen. Also das muss ich mir mal drucken. Damit die funktioniert. Ja, stimmt, jetzt brauche ich mal kurz einen Seitenschneider. Da, den Knipser. Nicht den Knipser, sondern den Knipser. Und raus mit dir. Da sind gar keine Endstops dran. Das ist böse. Jetzt weiß ich ja, warum die Dinger so. Aber gut, es ist keine Kugel rausgefallen. Das ist alles noch schön und sauber. Die sehen echt sauber aus. Okay. Gut, aber gut. Bewegen wir echt mal ein bisschen herum. Lassen wir drin liegen. Super. Stimmt, WD-40 habe ich vergessen. Oh, ich bin böse. Mag immer nicht so fest drauf drücken. Warum? Wenn ich jetzt zu fest drauf drücke und das alles dann entsprechend dadurch die Gegend geblasen wird, dann ist natürlich scheiße, weil Kugel weg. Ja? So, WD-40, okay. Laufen tun die auf jeden Fall, wie schon gesagt, cool. Cool, gut. Der will nicht, der Verrecker. So, das mal zur Seite, das mal zur Seite. Ihr könnt ja mal. Da ist eine Kugelloch drin. Okay. Da ist ein Löchchen drin. Aber gut, das sieht gut aus, soweit. Ja. Okay. Das sieht jetzt nicht schlimm aus. Okay. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne dabei wärt, wenn ich demnächst nochmal zu meinem Kunden nach Hamburg fahre, ob das für euch was Cooles ist, dass ich da mal ins Miniatur Wunderland gehe und da mal die Kamera mitnehme und vielleicht auch mal anfrage, ob die denn so cool wären, uns zu zeigen, ob die 3D-Druck nutzen und wenn ja, für was? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben.
war so jetzt mal eine Idee von mir entsprechend. Ach, warte, jetzt habe ich vergessen zu markieren, welches ist. Aber gut, 1, 2, der Reihenfolge nach. Genau. Gut. Das hier auch, geht da durch. Jawohl. Ja, und wenn alles gut geht, oh. Da fühlt sich an, als wenn ein paar Späne drin wären. Wenn alles gut geht, ist am Montag oder Dienstag, ja, gut, okay, ist am Montag oder Dienstag entsprechend der neue Store von Makorama schon online. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen jetzt die nächsten Tage. Ich habe mich ein bisschen mit Entwicklern gezofft von dem Migrationsmodul, habe ich ja die Tage schon erzählt. Und die haben es wirklich in der Tat geschafft, dass einmal immer der falsche Steuersatz irgendwie benutzt worden ist, wenn man die Rechnungen oder die Bestellungen migrieren wollte. Und, oh, da hakt jetzt ein bisschen, nee, da ist bestimmt noch Dreck drin. Und das ist natürlich Mumpitz, muss natürlich alles funktionieren und vor allem, wenn man entsprechend Geld dafür braucht, wie die, muss das funktionieren. Die Jungs sind aus Indien gewesen, habe ich jetzt mitbekommen. Und ja, die wollten immer Zugang zu unserem Server haben. Also die wollten immer einen Admin-Zugang haben zu den zum Backend. Und ich habe gesagt, nee, sorry, aber DSGVO und das Kundendaten ist mittlerweile drauf, die wir rübergezogen haben. Ich kann euch keinen Zugang mehr geben. Ja? Vor 2 Wochen, als wir eure Hilfe gebraucht hätten und ihr nicht reagiert habt, da hätte es geklappt. Aber jetzt geht's halt nicht mehr. Jetzt sind Kundendaten drauf, kann ich euch nicht mehr reinlassen, geht nicht. Und wir haben jetzt bis jetzt den Teil selbst geschafft. Da haben wir dann die Kundendaten manuell quasi rübergezogen, so Stück für Stück, immer Kunde für Kunde. Das heißt, also die paar hundert Kunden, die wir da auf dem alten Shop-System haben, die haben wir alle einzeln rübergezogen, haben immer geguckt, sind alle Daten richtig da. Ich hoffe, es hat nirgendwo jetzt einen Fehler gegeben oder wir haben nirgendwo was übersehen. Wenn ja, sorry, nicht auf die Passwörter sind auch mit rübergezogen worden. Wenn nicht, kann es sein, dass ihr die Passwörter nochmal neu vergeben müsst. Sorry dafür, tut mir leid. Eigentlich sollte das Plugin halt, wie gesagt, besser funktionieren und ich habe die Befürchtung, dass das Ding gar nicht funktioniert. Ja, letzten Endes habe ich dann mal einen Blick in die Datenbank geschmissen und da waren dann Bestellungen jetzt, wo ich einen Makobot quasi mal selbst als Testbestellung im alten System gemacht habe. Die Bestellung habe ich testweise rübergezogen. Das hat dann funktioniert. Bei der anderen Bestellung, die Testbestellung, die ich gemacht und storniert habe im alten System, das hat nicht funktioniert, die rüberzuziehen. Da war ich schon ziemlich sauer auf die und die haben gemeint, ja, das ist alles, ja, okay. Und letzten Endes ist mir dann der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, wisst ihr was, haltet euren Scheiß für euch selber. Denn wenn ich in die Datenbank geguckt habe, habe ich gesehen, dass da dann Bestellwerte drin standen, die nicht übereingestimmt haben. Die waren dann doppelt oder dreifach so hoch. Es waren. Es waren die Versandkosten nicht richtig deklariert. Oder die Versandkosten waren richtig deklariert, sogar mit der richtigen Mehrwertsteuer, aber es war keine Mehrwertsteuer gesetzt, genau. Bei der Bestellung selbst war auch keine Mehrwertsteuer gesetzt. Und dementsprechend konnte das System dann auch in der Datenbank nichts erkennen. Das System berechnet natürlich, wenn die Daten in der Datenbank stehen, nicht nochmal neu ist, die stimmt die Mehrwertsteuer, die ich drinstehen habe, sondern es glaubt den Daten, die drinstehen, weil es davon ausgeht, dass es die Bestellung selbst eingeschrieben hat. Tja, Ende vom Lied können die mir nicht erzählen, dass die halt ordentliche Arbeit geleistet haben. Und von daher habe ich gesagt, wisst ihr was, behaltet euren Scheiß für euch. Ich mag es nicht mehr haben. Und lasst mich doch alleine damit. Gib mir einfach mein Geld zurück. Und die Antwort war, nee, sorry, kriegst du nicht, weil du hast ja schon den Quellcode bekommen und der Quellcode ist ja offen, der ist ja nicht verschlüsselt und von daher kriegst du von uns gar nichts mehr. Super. Ja. Habe ich denen aber dann auch da entsprechend dann gesagt, okay, dann kriegt er halt von mir eine schlechte Bewertung. Dafür haben sie sich dann auch nochmal bedankt und haben gesagt, ja, dann gib uns doch die Zugangsdaten für deinen Server, dann können wir das auch beheben, alles drum und dran. Habe ich gesagt, nee, die Diskussion führe ich jetzt nicht mehr. Und ja, genau. Sorry, wenn ich da so ein bisschen abkotze, aber ihr merkt, es ist halt so ein Online-Shop umzuziehen, ist teilweise echt viel Arbeit. Und wenn man da mit externen Fachkräften da manchmal zusammenarbeitet, ist das manchmal echt eine Geduldsprobe. Ja, ist leider so. Also nicht, dass ich was gegen externe Fachkräfte habe. Ich bin ja selbst eine externe Fachkraft für meine Kunden,
Aber ich versuche dann immer mir so viel Mühe wie möglich zu geben und dann halt die Probleme auch zu lösen. Und das wissen auch meine Kunden zu schätzen. Ich weiß, das wird mir der ein oder andere widersprechen. Du hast da den Bug nicht gelöst von meinen ehemaligen Mitarbeitern oder jetzt von meinen ehemaligen Arbeitskollegen. Jo, jeden Bug kriegt man auch nicht gelöst. Nie wird eine Software 100% fehlerfrei sein, aber man sollte davon versuchen, sein Bestes zu geben. Und ich habe bis jetzt eigentlich auch immer positives Feedback von meinen Kunden bekommen. Von daher, ja. Aber ich muss mal kurz hier. Sonst verstreue ich das Fett überall hin, aber nicht dahin, wo es soll. Dann sind wir schon gleich fast fertig. Das können wir lassen. Ich habe mir sagen lassen von einem Herrn Eckstock oder von Ralle, wie er sich nennt. Nein, nicht der Porno-Ralle, nein, nein, nein. Dass man so viel Fett wie möglich reinpacken soll. Das werde ich machen. Ich werde die Dinger so fettig triefend reinpacken. Und mal ganz so nebenbei. Ich habe letztens einen Beitrag oder einen Post von Pierre von Fermilabs gesehen, wo sich manche Kunden über die Qualität seiner Linearschienen beschwert haben. Ganz ehrlich, die Dinger sind einwandfrei, die ich bisher bekommen habe. Und wenn irgendwas nicht dran funktioniert, dann bin ich selber schuld. Ja? Also, an den Linearschienen von Pierre liegt es nicht. Ja, ich kenne so ein bisschen so über Discord halt entsprechend, wo ich mit ihm jetzt ab und zu mal geschrieben habe über bestimmte Sachen. Ich weiß selbst, ich habe Erfahrungen gemacht mit manchen Kunden, wie die manchmal sein können im Online-Shop, im E-Commerce-Bereich. Und ich weiß, ich kann euch gleich mal um den Tisch rumkommen und kann euch mal zeigen, die habe ich ja noch gar nicht behandelt, die Linearschienen. Ich kann euch mal gleich zeigen, wie die aussehen. Die sehen echt wie geleckt aus. Ja? Die sahen auch hier echt sauber aus. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die Pierre gepostet hat im Discord, wo sich die Kunden beschwert haben, dass die Linearschienen, die er vertickt, scheiße aussehen. Weder die haben scheiße ausgesehen, noch die sehen scheiße aus. Ich kann auch gleich nur noch hier eine rauspacken. Die sehen alle sauber und aus wie aus dem Ei gepellt. Und von daher braucht keiner sich irgendwie zu beschweren, dass die Dinger scheiße werden. Ich habe bis jetzt noch keine schlechte Bestellung bei ihm gehabt. Auch die Platten hier. Die sind auch, diese feingefrästen Aluminiumplatten, auch alle top. Also ich glaube nicht, dass er sowas verkaufen würde, sonst würde er sich ruckzuck den Ruf ruinieren und die Leute versuchen halt bei so einer Aktion halt dann gerne mal ihre eigene Unfähigkeit dann an Online-Händler auszulassen, um ihr Geld zurückzubekommen. Das ist aber nicht die feine englische Art, muss ich echt sagen. Von daher, Pierre, mach weiter so, wie du machst. Du machst einen guten Job, du machst einen geilen Job. Und ich werde auch weiterhin bei dir bestellen, solange sie offen ist. Genau. So, jetzt habe ich hier das Tuch richtig schön versaut. Und dann schieben wir die nochmal drauf. Nummer 1 und Schiene Nummer 1. So. Ja, so. Genau. Kommt viel Fett raus. Jawohl. Die läuft jetzt ganz. Oh, da blubbert's. Da muss ich echt gleich wieder einen Kabelbinder reinmachen, damit die nicht flöten gehen. Aber ist gefettet. Da ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Fett reinmachen. Noch mal ein bisschen mehr Fett reinmachen. Ich weiß, das wird ein längeres Video heute. Aber normalerweise kriegt er ja auch einen Stream, von daher ist das ja auch alles ganz gut, denke ich mal. Ja. Ja, heute ist ja, wenn ihr das seht, ist Freitag, stimmt ja. Wenn ihr das seht, ist Freitag, Entschuldigung, dann wird es für den Freitag ein relativ langes Video werden. Aber ich glaube, ihr mögt das und ja, alles gut. So, nochmal. An der Stelle ist, glaube ich, die Schiene noch ein bisschen dreckig.
drüber hinweg und Trommelwirbel. Ja, schon besser. Sauber. Gut, die erste Schiene ist gelungen. Yay! So. Kommt die, nein, stopp, hier machen wir weiter. Hier machen wir weiter, da noch mal ein bisschen Fett rein, damit es auch richtig schön trieft. Blub. Kommt ja eh gleich nochmal ein großer Teil davon raus, aber damit die Schienen halt richtig schön sauber. Richtig schön sauber. Und vor allen Dingen, was ich sagen muss, ja, die werden wahrscheinlich auch in China hergestellt, die Schienen, aber diese alle hergestellt werden. Die sind schön schwarz. Ja, die sind schön schwarz. Das heißt, mit dem schwarzen Rahmen von den Maker Beams, die ich da habe, lassen die sich richtig gut verbauen. Das sieht richtig schick aus. Nicht silberne Schienen draufbauen. Kann man auch, ja. Ich will jetzt keinen damit diskriminieren, der jetzt silberne Schienen draufbaut, aber ich finde schwarz nochmal eine Nummer eleganter und schicker einfach. Ja? Das sprengt das Konzept nochmal, wenn man jetzt so silberne draufpackt, finde ich jetzt. Die Schlitten, ja, okay, die sind auch silber, aber die sieht man später nicht mehr. Außer hier an der Seite so ein bisschen silber. Okay, ja, ist dann so. Ja, das sind so kleine Punkte. Ich werde auch nochmal die Schrauben, die ich hier verbaut habe, auch nochmal durch schwarze Schrauben ersetzen. Die habe ich halt falsch geliefert bekommen. Ich weiß, ja, Eingangskontrolle, wer macht das schon privat? Ganz ehrlich, Leute, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich werde einfach nochmal woanders entsprechende Schrauben bestellen, habe ich ja schon mehrfach angedroht. Ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit und dann werde ich das einfach mal eine Runde machen. So. Gut. Keine einzige Kugel bis jetzt von mir. Okay, da ist definitiv genug Fett drin. Blub, 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 blub. Schiene rein. Blub, blub, blub. Fertig. Abracadabra, genau. Jetzt kommen noch mal ein paar Kabelbinder rein. Und dann ist das Ganze soweit. Oh, schick. Und damit ihr jetzt mal seht, wie ihr so eine Linearschiene hier ankommt. Ja. Aber wie sie bei mir ankommt. Ich weiß nicht, wie sie bei euch ankommt, aber ich gehe mal davon aus, genauso. Weil ich vermute mal nicht, dass Pierre absichtlich mir andere schickt, als sie euch schickt. Und man sieht schon, die sind schon gut verpackt. Also die sind schon gut gegen Transportschäden entsprechend geschützt. Und jetzt komme ich noch einen Schreibtisch herum. Und halte euch die mal entsprechend vor die Linse. Ja. Da seht ihr, wie die ankommen. Die sehen aus wie geleckt. Die sind ein bisschen im Transportöl entsprechend eingebaut. Sehen aber aus wie geleckt. Braucht er sich also nicht dafür zu schämen und nicht dafür zu verstecken. Und jeder, der behauptet, die kommen aber scheiße an, muss erstmal das Gegenteil beweisen, dass es halt wirklich von ihm kommt. Es kann immer mal irgendwo ein Fehler drin sein. Ja, wir hatten auch schon mal eine Packung gehabt, wo von Werk ab entsprechend angeblich, wie heißt es, ein Loch in der Vakuumverpackung drin war. Kann gut sein, kann ich nicht sagen. Aber ich muss es halt auch irgendwie nachweisen können, dass das Loch schon drin war, als es angekommen ist bei uns oder beim Kunden. Der Kunde muss es dann auch beweisen. Es bringt niemandem was. Ja? Wenn ihr sowas habt, wenn ihr seht, okay, die Schienen kommen an, macht direkt ein Foto, schickt ihm das. Ich glaube, der wäre der Letzte, der sagt, nee, du kriegst keine Ersatzschiene. Wenn da wirklich mal eine verbogen, verkratzt oder vermackt ist oder sowas in Richtung, ja, dann kann man das tun. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das Ding jetzt mal schon, wie heißt das, mit WD-40 gereinigt, ein bisschen Petroleum drüber und dann Fett reingeknallt habt
Und alles. Wie will man dann noch nach einer Woche oder länger vielleicht sogar nachkontrollieren, nach einem Tag oder zwei, wie will man dann nachkontrollieren, ob die Ware dann wirklich so angekommen ist, weil da schon so viel dran gemacht worden ist, als dass man das noch nachweisen kann. Ja, es ist keine böse Absicht, aber wenn ihr so seht, okay, da kommt eine Schiene total daneben an und die ist total verkratzt oder ist total fettig oder sonst irgendwas in der Richtung und die sieht nicht aus, wie sie eigentlich auszusehen hat und ist auch nicht so verschweißt oder so in der Richtung. Ich glaube, da könnt ihr ihm einen guten Gefallen tun, dass ihr einfach auch bei uns, wenn ihr so ein Filament bekommt, was nicht entsprechend vakuumverpackt ist und wo die Verpackung beschädigt ist. Und ich sage ja auch immer, wenn der Karton, der außen, der Versandkarton schon beschädigt ist, lasst den Boten nicht weg abhauen mit dem Paket, sondern sagt dem, ey, warte mal kurz, ich kontrolliere mal kurz die Packung nach. Guckt rein, wenn alles in Ordnung ist, keine Absichten. Wenn da irgendwas drin kaputt ist, sagt er, nee, nehme ich nicht an, lass es zurückgehen, es ist kaputt. Und dann sind wir die Letzten, die das entsprechend nicht tauschen. Wenn das hier wieder ankommt, das war letztens auch so, da kam von DPD, da hat DPD hier so ein von der Mako-Box entsprechend den Karton aufgerissen. Da war dann auch eine Probe, glaube ich, weg. Das haben sie zwar ersetzt finanziell entsprechend, aber da hat der Kunde von uns auch eine neue Box bekommen. Aber wenn das Ding schon eine Woche bei euch rumliegt und ihr schon entsprechend angefangen habt, bestimmte Sachen zu verdrucken mit dem Material, können wir es nicht mehr nachvollziehen, war die Packung schon kaputt oder nicht. Weil einfach die Dokumentation fehlt und wir halt nicht wissen, was vor Ort alles passiert ist. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Morgen gibt es mit neuem T-Shirt und was mache ich morgen? Keine Ahnung. Kakao wegrimpen. Genau. Wenn es euch also gefallen hat und ihr morgen dabei sein wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und falls ihr das Video später guckt, einen schönen Tag, morgen, Nachmittag, Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, happy printing!